So, und da sind wir auch schon wieder zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, gucken. Was haben wir hier? Ob wir überhaupt Restock haben. Kann auch sein, dass wir gar keinen Restock haben, aber wir können zumindest unser Zeug verkaufen. Wahre Steine, wenn da sind, Ola. 37. 37 alle drei Tage, das heißt Tag 34. 34 wäre jetzt also Restock. Also heute hätten wir Restock gehabt. Okay, alles klar. Gut, dann verkaufen wir erstmal. Verkaufen. Schraubenschlüssel, eins von denen verkaufen. Ja, wir können eigentlich auch die Ratsche verkaufen, weil ja, die ist eben halt nicht besser als die und da kommen wir auch mit klar. Ich glaube, verkaufe die trotzdem. Das sind $268. Na, wollen wir nicht so sein. Jetzt schon mal spontan entschieden. So, was haben wir denn hier Feines? Hast du was für mich, was ich brauchen kann und was ich toll finden könnte? Ersten Blick nicht. Glücklicher Sommer, gucken wir gleich mal rein. Schrotflintenteile. Hat natürlich auch nichts, ne? Auch wir kein Schmelztiel. Glücklicher Sammler. Messing ist das neue Gold im Ödland. Daraus wird nämlich Munition hergestellt. Finde mehr Messing in Beute. Ja. Kaufen wir auf jeden Fall. Langfristig immer geil. Wir können auch Bauplan, Militärrüstung, aber. Thank you so much. Ja, kein Problem. Gerne. Gerne, Jen. Für dich doch fast immer. Und gerne überhaupt. So. Sehr schön. Das heißt 34. Das heißt 34, 35, 36. Das heißt, wir könnten nach der Horde wieder eine Händlertour machen. Es tut mir leid, dass wir so viele Händlertouren machen. Aber wie gesagt, ne? Vielleicht ist bei irgendeinem nachher der Schmelztiegel mit drin. Und dann freuen wir uns. Oder ich würde mich gerne freuen. Oder machen wir nochmal ganz kurz. Warte mal. Wo hat's halt Händler 2? Nicht hier. Händler 2. Wurde ich den Händler 2 markiert? Militär. Händler 2. Ach komm, wir machen noch eine kleine. Wir machen noch eine kleine Tour. Wir machen noch eine kleine. Wir machen noch eine kleine Tour. Zumindest Händler 2. Bleib noch Händler 3. Ich weiß. Ich weiß, es rumgefahren ist immer so ein bisschen mäh. Und ich hatte auch gesagt, wir bauen gleich noch. Wir bauen ja auch noch. Aber machen wir auch noch. Aber zumindest Händler 2. Ich habe ja immer dann ein bisschen die Hoffnung, dass dann gerade so dieser eine Weg, dass den du der Händler 2 fährst, dass das vielleicht der entscheidende Weg ist. Dass man sich im Nachhinein freut, dass man den Weg gemacht hat. Auf der anderen Seite können wir das eben halt auch so ein bisschen aufteilen. Dass wir jetzt halt Händler 1 und 2 machen und dann nach der Horde Händler 3 und 4. Dann müssen wir nicht dann 4 auf einmal abernten. Das wäre meine persönliche Hoffnung. So. Ja, perfekt. Dann liegen hier immer noch diese Bügel. Lagen nicht beim letzten Mal? Ja, okay, jetzt sind sie weg. Ich wollte schon sagen, die lagen beim letzten Mal nämlich schon hier. So, immer der Straße nach. Immer der Straße nach. Ja. Ja, ansonsten mache ich an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break. Weil momentan habe ich eigentlich nichts weiter zu berichten. Und dann fahren wir eigentlich mal zum Händler. Und dann gucken wir erstmal beim Händler, dann fahren wir wieder zurück, bauen noch ein bisschen weiter und dann, ja, ne, also bis gleich. So, und da sind wir dann auch schon fast bei der Stadt. Beim Händler. Mal links, einmal rechts. Ja. Was wir auch mal machen müssen, wir müssen auch wesentlich mehr looten fahren. Mal wirklich mal so Haus mal abernten, das müssen wir auch mal machen. Oh. Ah. Mit Skill, würde ich sagen. So, jetzt hätte man das natürlich super testen können, aber das lassen wir jetzt mal. 6 Fleisch. Weiß nicht, wie viel Fleisch wir nachher mit dem Messer rausgekriegt hätten, aber man kann natürlich mal gucken. So, und da geht er schon mal rein. So, Trader Joe. How goes it? Na, Mignon. So, was hast du denn für mich? Hast du einen Schmelztiegel? Weg mit Eiern hast du. Das ist zwar schon mal sympathisch, aber
Robotikhammer 2, ja. Ich glaube, ich kann sowieso keine zwei Robotiktürme setzen. Zumindest keine zwei Schubsis. Dynamitstange planen. Pumpgun. Ah. Pumpgun nett, aber ich hätte ganz gerne das Rezept. Weil ich glaube, ich schon bessere Pumpguns bauen kann mittlerweile. Ich glaube, Dreier oder Vierer, weiß ich gar nicht. Hat aber auch keinen Schmelztiegel. Schade. Ah, die Dynamitstangen werden. Ja, gut. Ja, okay. There's always Shamway up the road. You can try loose. Ja. Weil auch immer du willst. Na, Mutti. Ja, sei doch nicht so ungeduldig. Ja, so bitteschön. Hast du doch. Gut. Ja, das so viel dazu. Dann einmal rechts, rechts, so rum. Dann fahren wir jetzt wieder zurück. Machen natürlich wieder gleich ein kleines Päuschen. Kleinen Cut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zu Hause wieder. Wir bauen noch ein bisschen weiter, dass wir die Mauer hochgezogen kriegen zumindest. Und dann, ja, schauen wir mal. Dann bis gleich. Und da sind wir wie aus Geisterhand, wie durch Magie sind wir wieder zu Hause. Oh, okay. Ja, genau. Und jetzt noch das Stück da hoch. Ja, brav. Wegfindung funktioniert. Genau, der Weg nach unten, der funktioniert auch ganz gut. Na komm. So, Nacht. Oh, läuft hier noch jemand rum, der ein bisschen rumnerven will? Oder können wir hier gleich weiter mauen? Okay, ich glaube, das war's. Keine Streuner. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir den Boden ein. So, so. So. Immer, wir werden auch hier noch hoch, obwohl, na, müssen wir mal gucken, ob wir das hier vielleicht wegkloppen hier, den Bereich. So. So, das können wir, glaube ich, lassen. Bis hier bauen wir und dann kommt hier der Rest der Rampe. Nordische Rest der Rampe sozusagen. Schon mal dran sind, machen wir das natürlich auch gleich noch fertig. So. Gut, haben wir. Oder machen wir hier auch noch Blöcke? Komm, wir machen hier auch noch Blöcke. Was soll's? Gleich voll machen, Lump. Vielleicht holen wir uns da gleich noch ein bisschen Stein oder so, dass wir noch ein bisschen mehr Beton herstellen können, weil Beton brauchen wir so oder so und wir brauchen ja Stein hier auch für Sand nachher. Würde, glaube ich, Sinn machen. Na, ist noch die Frage, ob wir das tatsächlich überhaupt fertig kriegen, ne, bis morgen. Außerdem muss ich mir Munition gleich nochmal angucken. Was wir noch da haben, was wir noch brauchen. Blaue Messing, könnte ein bisschen schwierig werden. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Nach der Folge. So. Okay. So, wie bauen wir das jetzt an dieser Stelle einfach weiter? Wir können ja hier eigentlich
volle Frame setzen, ne? Ja, wir können hier volle Frame setzen. Machen wir auch gleich mal aufwerten hier. Zack, zack. Zack, zack. So. Machen wir hier mal einmal Copy. Kopieren. Zack, zack, zack. Hier gleich aufwerten. Wenn wir das gleich schier haben. Ach, es wird schon neblig. Es ist Regen wieder. Das ist täglich das Gleiche. Das ist ein Murmeltier. Wieder Murmeltiergedöns. Ah, dieses Wetter immer. Oh, warte mal, den mach ich gleich mal richtig zu. Ich dachte, warte mal. Meine ich doch. Meine ich doch. Ich habe doch irgendwas gehört. Zombie-Gespür. Ich will Zombies haben, Zombie-Sense, sondern ich habe die Zombie-Sense. So. Zack. Und zack. Und zack. Schön den Nacken massieren. Schön. Mit der Wärmekeule. Das ist gut für den Rücken. Also für meinen Rücken, nicht für seinen. Oh ja, richtig schön. Ah, Facelifting. Oh, ah. Ehrlich. Ah, wollte aber sagen, das ist nur eine kleine Horde, aber dahin kommen schon die nächsten. So, Milchauge. So. So, komm. Hier sind noch die nächsten Fraggles. Aber trotzdem keine große Horde. Yes, sir. Und yes, sir. Und noch ein. Und da, hier, Stoppschild. Das ist er. Oh. Wurmpuff. So. Und hier wächst mal schön. Nein, wir brauchen Essen. Und Zeug. Für 18 Uhr haben wir's. Aiden Teat haben wir noch. Machen wir mal hier vorne erstmal die Rampe weiter. Wir können eigentlich schon, wir haben eigentlich genug vom Holz. Dann könnten wir noch ein paar Rahmenformen nochmal bauen. 200 Stück. Zwischenzeit. So, Rahmenformen. Achso, warte, die müssen wir auch noch aufheben. Zack, 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 zack. Wollen wir das einfach auf? Ich glaube, ich fülle das einfach erstmal auf. Man muss es ja nicht voll aufwerten. Das muss erstmal so reichen. Das ist noch nicht ran. So. Jetzt füllen wir nochmal auf. Da kommen die Zombies ja sowieso normalerweise nicht ran. Deswegen brauchen wir es eigentlich nicht auffüllen, aber ich mach's trotzdem. Desto mehr Widerstand, desto besser. So. Gut, dann kommt hier, glaube ich, noch ein voller Block rein, ne? Genau. So. Und dann wieder kopieren. Zack, zack, zack. So, das sieht doch, glaube ich, ganz gut aus. Da können sie hochstiefeln. Dann haben sie da einen Absprung. Ja, ich glaube, das sieht ganz solide aus eigentlich. Gut, dann hier, die Seite ist nicht ganz so geil. Also, das muss ich sagen, das ist nicht so... Aber, ja, es ist zweckmäßig, ne? Oder? Ich denke mal schon. Hier kann man noch Platten draußen rum, außen rum setzen, wenn man möchte. Mal sehen, ob wir das noch machen. So ein bisschen begradigen, damit sie sich nicht hier... das ist... Ja, hier, guck mal, das ist zum Beispiel das... Das ist zum Beispiel das Problem hier.
Ja, dass die hier vielleicht mal angreifen, dass sie sich hier mal runterbuddeln. Aber ich glaube, die gehen eher gegen die Mauer an, würde ich mal fast behaupten. Oder ich hoffe es eher. So. Beton wird langsam. Langsam auf. 1000, 1500, das sind 15. Ne, das sind mehr als 15. Das sind das 10, ne? Das heißt 100 Blöcke. Na, was? Ja, Moment mal. Warum sind mal 10 Beton? Okay. Haben wir noch die Reihe fertig? Wie lange ich das von mir hergeschoben habe, ne? Dieses ganze Bauen hier. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, wo ich jetzt gerade so am Bauen bin. Ich habe auch eigentlich auch einen Fehler gemacht. Wir hätten eigentlich hier nochmal eine Lücke lassen können, dass wir vielleicht hier. Nee, keine. Also, dass wir hier vorne keine Rotating Blades machen, sondern dass wir da vielleicht eher diese Dart Traps machen. Das könnte man noch tatsächlich nochmal machen. Weil wir haben hier da oben den E-Anschluss. Also könnten wir eigentlich. Könnten wir das ja tun. Wie viele Blöcke sind das überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6 mal diese Dart Traps. Ah, 6 mal Dart Traps. Könnte man vielleicht noch machen. Aber man müsste ja auch nicht. Man könnte nehmen, man könnte es auch kombinieren. Man könnte sonst auch sagen. Man nimmt zwar 5 Dart Traps, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, Entschuldigung, 6. Dann macht man hier 3 alle 2 Blöcke und da 3 alle 2 Blöcke. Könnte man auch machen, so ein bisschen versetzt. Das war doch die Ecke, ne? Ja, ich glaube, das war die Außenecke, ja. Nicht, dass wir hier gleich vergebens bauen und alles wieder abreißen dürfen. So. Bin ich echt am Überlegen. Machen wir, auf welche Höhe machen wir das denn? Meine, ich würde denn sonst hier unten eher. Auf der Ebene sonst die Spikes erstmal wieder setzen. Also hier, ne, dass wir hier Spikes setzen und auf der Höhe. Oh, das mache ich auch mal. Eiskalt. 1, 2. Also hier einsetzen, da einsetzen, da einsetzen. Könnte man machen. Dann nehmen wir auf der anderen Seite. Warte mal, können wir sonst gleich. Ne, das ist verkehrt. Den mal, der muss weg. So, dann würden wir den setzen. Also der müsste weg. Okay, der müsste weg. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Watt die überhaupt haben. Müssen wir mal gucken, ob wir damit hinkommen. Aber ich glaube schon. Ich glaube, die hatten nicht so viel Watt. Was steht das da mit drin? Dart Traps. Dart Traps. Dart Falle. Brauchen wir nur Eisen für mechanische Teile, elektrische Öle, wollte ich schon sagen. Elektrische Teile und Öl. Nee, okay. Da steht auch nichts weiter drin. Eisendart Munition, ne? Das ist, könnte man sich nochmal überlegen. Also, boah, was, das könnte man sich überlegen. Macht schon durchaus Sinn. Und dann, vielleicht machen wir das gleich so, dass wir hier noch, haben, können wir Pressure Plates machen? Plates.
Können wir auch machen. Oder wir machen die Druck, die Fünfer-Druckplatten. Eisen. Dass wir sonst davon 6 Stück bauen. Obwohl das, nee, das ist auch wieder doof. Obwohl es eigentlich wieder auch, auf der anderen Seite auch wieder gut. Wenn wir hier die immer hier längs legen und jetzt hier fällt jetzt einer, je nachdem worauf, dann wird das auch ausgelöst dann. Das können wir machen. Das können wir machen. Wird natürlich ein bisschen knapp jetzt zur Horde, aber vielleicht kriegen wir so 2, 3 aktiviert. Mal vielleicht mal in der Nacht mal rangehen. So. Ich wollte jetzt nicht unbedingt die Schreie dann provozieren. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, von daher geht das. So. Gehen wir mal ein bisschen schneller fertig. Gespawnt oder nicht gespawnt? So, die weg. Zack. Dann müssten wir hier eine haben. In der Richtung. Da. Zack. Zack, zack. Den frei. Obwohl, wir können hier mal die komplette Mauer reinziehen. Und dann nehmen wir einfach nur die Blöcke weg, die wir brauchen. Und die lassen wir trotzdem frei. Müsste es ja eigentlich der sein dann, ne? Der sein. Ja, okay. Das haut hin. In der Höhe haut das auch hin. So, so, so. Dann bauen wir uns nachher hier Traps rein. So. 2 hoch. Das ist natürlich dann doof für kleine Zombies. Wir werden ein bisschen diskriminiert in dem Fall. Man könnte natürlich, man könnte jetzt auch Dinger nehmen, ne? Also ich weiß nur nicht, wie das da ist, wenn die Dinger hier stehen, die Spikes, ob die nachher dagegen schießen oder ob das überhaupt funktioniert, ob die da durchschießen. Das glaube ich nämlich nicht, dass das geht. Dann können wir mal in der Nacht mal sehen, dass wir diese Dart Traps mal bauen. So. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Eisen wir... Naja, ein bisschen Eisen müssten wir eigentlich noch zu Hause haben. Ich habe, glaube ich, auch ganz gut eingeschmolzen. Also müssten wir eigentlich genug Reserve haben, um die Dinger zu bauen. Mit den mechanischen Teilen, Öl. Es könnte tatsächlich ein bisschen knapp werden mit Öl. Mechanische Teile müsste eigentlich reichen. Können wir aber gleich mal schauen. Und Pressure Plates gucken wir uns auch gleich mal an. Aber ich glaube, wir werden viel Eisen brauchen. Müssen wir wohl in der Nacht noch ein bisschen was abbauen. Das ist uns nichts. So, haben wir die noch Gau fertig. Oben noch schnell. Dann gucken wir gleich mal, was wir an Material noch zu Hause haben. Ob wir da vielleicht Pressure Plates bauen können, diese 5er. Oder der einzige Nachteil wäre natürlich, wir hätten hier keine. Obwohl, wir könnten das auch noch ganz anders machen. Ich überlege gerade mal. Ja, gut, man könnte natürlich auch einzelne nehmen. Ne? Man könnte zum Beispiel. Hier eine Pressure Plate, da eine Pressure Plate hinsetzen. Also einzelne. Und sobald die aber... ist ja eigentlich witzlos. Wie viele Blöcke? Das war 1 mal 5, ne? 1, 2, 3, 4. Dann werden die 5er Plates werden bis hier. Das wäre schon ganz geil eigentlich. Und wenn die erstmal hier sind, die Zombies... Ja, es ist... Macht eigentlich nicht so viel Sinn. Das macht eigentlich so viel Sinn. Also die 5er Blades machen eigentlich schon Sinn. Plates, nicht Blades. Haben dann allerdings keine Spikes mehr, ne? Das ist, ach, genau, du fehlst natürlich jetzt, ist klar. Haben wir nicht noch ein bisschen Stein? Ein bisschen Stein haben wir noch.
Stein, Stein, Stein. So. Und dann haben wir das wenigstens fertig. So. Können wir machen. Und auch fertig. Beton. Auch Beton. So. Okay. Ah, siehst du mal. Haben wir doch mal wieder ein bisschen was gemacht. So, erstmal ab nach Hause. Erstmal gucken, ob wir noch Zeug haben. Und dann machen wir Pressure Plates. Wir machen die Dart Traps. Und dann müssen wir uns das nächsten Tag noch ein bisschen zusammentüdeln. Warte mal, was war das? Moment. Wir müssen hier auch mal gucken, ne? Das müssen wir auch mal wegmachen, hier den ganzen Kram, weil die immer ganz gerne hier rein wollen. Die hauen nämlich immer ganz gerne da drauf ein, weil die nämlich sagen, hier vorne ist nämlich... Upsa. Weil die natürlich dann wissen, dass da, weil die hier reinkommen könnten, obwohl hier auch nochmal ein paar Blöcke hinter sind. Also von daher, ja, den einfachsten Weg haben sie sich damit nicht ausgesucht. Aber soll auch nicht mein Problem sein, wenn sie sich an der Mauer versuchen wollen. Warum nicht? Wieso? Ach, mir doch egal. So, wollen wir gucken. Was brauchen wir? Was hatte ich gesagt? Öl, also mechanische Teile brauchen wir. Wir brauchen elektrische Teile. Öl, naja, gut, könnte passen. Wo sind meine mechanischen da? Dann haben wir 163 Eisen. So, dann könnten wir schon mal gucken. Nicht die Blades, sondern die Darts. Die Dart Folly. Wie viel brauchen wir denn? 7. 6 Stück bräuchten wir, ne? 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6 können wir nicht, weil uns was fehlt? Uns fehlt Eisen. Okay, dann machen wir aber erstmal 5. Eisen. Was hatten wir noch hier an Eisen? Gar nichts. Sehr gut. Dann machen wir hier noch ein bisschen. So 20, 30. 30, so. Eisen. Maximal 1800. Machen wir mal 200 Eisen. 11 Minuten. So, dann machen wir dem anderen mal die Pressure Plates. Plates. Upsala. Plate. Puff. Brauchen wir auch Eisen für. Alter. 78. Nee. Doch, 78. 78 für einen Fünfer. Alter Schmiede. Der Rest ist nicht das Problem. Eisen ist das Problem. 78. Alter Finder. Dann kannst du gleich auf 500 gehen hier. Dann machen wir gleich nochmal ein paar mehr, würde ich sagen. 600 machen wir nochmal, glaube ich. 600. Ich meine, gut, klar. Brauchen wir eh. Also, ne? Aber ist trotzdem schon heftig. 78 Eisen. Unglaublich. 78 Eisen. Heilige Mutter. Heilige Mutter. So, Druckplatte einfach. Ne, dann machen wir nochmal die Darts. Dart Folly. Die Dart Folly. 31. 31. Oh, 31. 31. 25. Ja, komm, 4 machst du noch fertig. Ja, machen wir gleich. Mach ich in der Nacht. Ich werde in der Nacht die Pressure Plates bauen. Ich werde die Dart Traps bauen. Vielleicht noch ein paar von den. Obwohl, nee, warte mal. Wir könnten ja die Darts könnten wir ja schon hier anfertigen. Machen wir sowieso in der Schmiede. Dann werde ich in der Nacht schon mal ein bisschen was vorbereiten. Nächsten Tag können wir die einbauen. Schon mal ein bisschen verkabeln. Und ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann werden wir am nächsten Tag, ist ja sowieso Hordentag, dann schon mal so ein bisschen Dinge tun. Na, also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.